Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Das XXL Update ist da. Ja Leute, es ist richtig crazy, was alles reingekommen ist. Ich sag euch wie, wo, wann, was kommt, Konzert, wann OG kommt, Leute. Denn OG ist jetzt stand aktuell noch nicht drin, aber es kommt heute. Deswegen werde ich euch mal zeigen, was so alles Neues. Unter anderem mal direkt in der Lobby. Würde es mich direkt mal freuen, würdet ihr in dem Shop meinen Creator-Code Schmerle eingeben. Denn Leute, mich supportet das kostenfrei, ihr habt keine Mehrkosten und das ist eine Win-Win-Situation. Würde mich wie gesagt sehr, sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Danke für diesen mega krassen Support. Direkt mal in der Lobby seht ihr hier mein Banner, ja? Mein Banner, da seht ihr eine Krone drüber. Dann seht ihr hier natürlich auch das Level 116. Das hat ein bisschen ein neues Design bekommen. Ihr kennt, bei mir kriegt ihr jede einzelne Mini-Info. Und das ist zum Beispiel eine davon, ja? Hier ist ein bisschen was neu, was da so das Overlay angeht. Wenn ihr einmal in dem Shop seid, Leute, werdet ihr natürlich einiges sehen. So, Leute, ne, im Shop seht ihr hier einige Dinge, ne, die ihr euch natürlich kaufen könnt, die sehr, sehr cool sind. Natürlich noch nicht alles, was neu ist. Wir haben eine Menge neue Skins, eine Menge neue Dinge, die wir in der Zukunft bekommen werden. Kommen wir aber gleich dazu. Aber wenn ihr im Shop seid, ihr seht hier oben ist kein Logo von einem Mini-Battle Pass. Fluch der Karibik ist da und hat tatsächlich auch schon den Mini-Battle Pass. Aber ich sag euch auch, welcher Ort für Fluch der Karibik kommt, ne, damit ihr wirklich da auf dem neuesten Stand seid. 1000 V-Bucks für den Fluch der Karibik Pass, der ist auf jeden Fall da. Den kaufen wir uns mal. Und dann seht ihr, kriegt ihr natürlich direkt die Belohnungen, unter anderem Jack Sparrow einmal als Skin, die normale Variante. Und wenn ihr euch den gekauft habt, Freunde, seht ihr hier oben immer noch nichts. So Leute, jetzt ist die Frage, falls es im Moment, wo ihr dieses Video sehen solltet, es kann sein, dass es jetzt da ist, es kann bis 15 Uhr dauern, wie auch immer. Hier oben ist ja eigentlich immer dann ein Icon für den Mini-Battle Pass, wo ihr draufklicken könnt und den leveln könnt. Ganz schön. Ja, Stand aktuell ist es nicht da. Ich habe mir im Shop ist das Bundle zwar da, 1000 V-Bucks investiert, um jetzt Jack Sparrow zu bekommen, aber irgendwie ist er jetzt noch nicht in-game. Ist eine komische Sache, aber wird dann noch kommen. So, aber dennoch ist das der Gratis-Battle Pass und natürlich der normale. Ja, das ist der Jack Sparrow Pass, Freunde. Hier sind Dinge kostenlos und Dinge, die ihr euch natürlich so gönnen könnt. Ja, also kostenlos und ein Weg für V-Bucks. Ja, das kriegt ihr, wenn ihr euch den gekauft habt, plus das. Wenn ihr euch den Pass nicht kauft, wichtig und richtig, kauft ihr euch den nicht, kriegt ihr nur die Reihe hier oben. Ne, es kann auch ein bisschen gemischt sein. Ihr kriegt aber auf jeden Fall den Skin und so nicht. Ihr müsst euch den kaufen, um das zu bekommen. Wenn nicht, halt ein paar andere Dinge für diese Kollabo. Wenn ihr euch kauft, kriegt ihr den normalen Jack Sparrow, wie wir den in-game haben, so. Und natürlich auch einmal hier in dieser Totenkopf-Variante. Spitzhacke, so ein cooles Glas. Sollte sogar, wenn es hier oben laut dem Weg richtig ist, free sein. Also, schönes Teil ist der Mini-Battle Pass, so schon mal. Und wenn er dann in-game ist, Freunde, werden wir uns den natürlich auch mal in-game angucken. Aber nur mal so fürs Video, damit ihr den schon mal habt. Angekommen in der Mitte sehen wir schon, es ist düster. Ein bisschen Nebel, beziehungsweise es sieht auf jeden Fall so aus. Und Fluch der Karibik ist hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen eingeschlagen. Wie gesagt, im Moment ist der Pass noch nicht da. Das Bundle ist zwar schon da. Und natürlich soll es auch mal hier eingeblendet die Änderung geben. Einmal ein Schiff in der Mitte und einmal tatsächlich auch irgendwo außerhalb der Karte. Ja, wenn ihr hier in der Mitte bei Loot Lake seid, Leute, waren hier ja schon die ganze Zeit der Mast von einem Schiff. Und natürlich aus Fluch der Karibik, ne, für die Kollabo. Jetzt sehen wir hier tatsächlich, es ist nebelig, düster, Fluch der Karibik ist da. Und wir sehen hier tatsächlich schon einige Schiffswrackteile. Einmal hier zumindest Teile vom Schiff. Hier der Mast. Dann sehen wir tatsächlich hier einen sehr, sehr großen Mast, der schon hier rausragt aus dem Wasser. Genauso wie dort hinten. Ne, auch hier ein wunderbarer Mast. Zusätzlich zu der Geschichte auch hier einmal solche Bäume, die hier rausragen. Solche Äste, Totenäste quasi. Und ich finde es ganz cool. Sieht schön aus. Sind tatsächlich schon mal solche Mäste aus dem Schiffen, von den Schiffen. Und man kann hier sogar hochlaufen. Also an sich schon mal ganz, ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe euch hier Dinge eingeblendet. Ja, die Schiffe sollten auch bald kommen. Wie gesagt, es kann sein, dass das alles jetzt sehr bald irgendwie nochmal mit heute 15 Uhr oder so kommt. Weil natürlich jetzt noch so ein paar Probleme da sind. So Leute, der Wanderer ist einmal natürlich auf der Karte mit dem Spray-Motiv. Und er wird tatsächlich als NPC verfügbar sein. Nicht nur das, er kriegt auch einen Skin, wie hier eingeblendet. Sieht das nicht düster aus? Der Skin sieht so wild aus und der Wanderer wird reinkommen und uns natürlich heimsuchen, beobachten, wie auch immer, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut und da können wir uns drauf freuen. So, Item Nummer 1, Freunde, ist einmal die Fernzündladung, also C4 aus Kapitel 4. Bedeutet, schallert ihr einfach, dann sprengt ihr hier ordentlich was weg. Ja, das ist tatsächlich bestimmt auch für Autos gut, werden wir uns mal angucken. So, wir machen mal damit am Auto Damage 720. Okay.
Also ihr seht, Freunde, man braucht tatsächlich zwei C4s, um ein Auto zum Explodieren zu bringen. Was relativ guter Konter ist, oder? Also da nochmal etwas gegen die Autos. Also C4 ist da. Und hier auch, ne? Ihr seht, C4 macht auf jeden Fall noch ordentlich hier Damage. Ne Leute, dann gibt es die Frage, wann kommt Fortnite OG? Fortnite OG Chapter 1 kommt heute. Ja Leute, es gibt die hier eingeblendete Karte. Ja Leute, das ist tatsächlich die Map. Und wie gesagt, das ist die OG-Map ein bisschen kleiner. Hat die OG-Belichtung, ja, Grafik an OG angehaucht. Und natürlich den alten Lootpool. Also die Hebelschrotflinte, die alte AR, die taktische Schrotflinte, die alte SMG, die Sniper, die Heavy Sniper. Ihr merkt, da ist alles, was ordentlich im alten Lootpool war drinne. Genauso auch die alten Orte. Diese Karte wird heute nach dem ersten Metallica-Konzert online kommen. Das bedeutet, das erste Metallica-Konzert ist 20 Uhr. Bedeutet auch im Umkehrschluss, dass Fortnite OG, Fortnite Reload, wie sich das Ganze nennt, wo ihr auch immer wieder respawnen könnt, solange ein Mate noch lebt, kommt nach diesem Konzert, also kurz nach 20 Uhr. Bedeutet, wir streamen heute Abend und ihr werdet auch heute Abend oder morgen dann ein Video dazu und zum Konzert bekommen. Das heißt, bis heute Abend mit Fortnite OG noch gedulden. Dann hier einmal die neue Sniper. Ja, Leute, hier seht ihr sie einmal. Das ist tatsächlich das wunderbare Wucht-Scharfschützengewehr. Gibt's ab Blau, habe ich jetzt ab Blau gefunden. Das Wucht-Scharfschützengewehr ist eine Einzelschusswaffe, die groß Schaden verursacht, der gegen Fahrzeuge sogar noch steigt und auf die zudem einen noch größeren Impuls wirkt. Also macht der tatsächlich die Sniper. Ihr seht auch mal, das Crosshair, das Ding macht einen Damage von 125 bei einem Gegner. Ja, Leute, 125 Damage bei einem Gegner, ja. Und bei einem Auto, nicht nur 125, denn bei einem Auto werden wir das jetzt mal austesten. So, Leute, bei einem Auto 375. Und das Teil ist aggressiv. Guckt mal, wie das Auto weggeschallert wird. Es macht ordentlich Damage, also man braucht 4 Schüsse, um ein Auto zu zerstören. Sie ist auch relativ präzise, ist ja klar, eine Sniper. Hat einen ordentlichen Sound, einen aggressiven Sound und eine coole Animation. Lädt relativ schnell nach, also ich finde, das Item ist gut. Wir werden mal zu einem Bot gehen und gucken, wie sie sich da anfühlt. Die Frage ist natürlich, kann man die Sniper ja auftunen mit einer Werkbank? Das werden wir jetzt mal austesten. Ne Leute, einmal wunderbar, kriegen wir vielleicht hier noch ein Item raus, nein, aber hier auf jeden Fall einmal modifizierbar und dieser Gegenstand ist nicht modifizierbar, ihr könnt die Sniper also kein Visier ändern, ihr könnt kein Scharfschützen-Sniper Schalldämpfer drauf machen, okay, die Sniper ist nicht verfügbar, damit ihr das natürlich wisst, also zum natürlich modifizieren. Nochmal zu Fluch der Karibik, was ich denke, dass wenn natürlich das Ganze um 15 Uhr oder so reingepatcht wird, dass auch der Mini-Battle-Pass in der Lobby verfügbar ist, denke ich auch, dass dann die Schiffe, wie wir sie vorhin uns angeguckt haben, hier sein werden und hier, dass es auch komplett da sein wird. Oder es bleibt so, wie es jetzt ist. Das kann ich euch nicht sagen im Moment, weil jetzt im Moment ist es halt noch nicht da. Müssen wir auf jeden Fall gucken, wenn der Mini-Battle-Pass dann drin ist. So, Freunde, wir werden mal gucken. Einen 313er Headshot, also auch im No-Build, Freunde, macht das Ding einen One-Shot-Headshot. Ihr habt es gesehen, 313. Und ihr seht auch mal den Rückstoß, den die Gegner erleiden. Ne? 125. Also die Sniper scheint wild zu sein. Jetzt kann man nicht wieder denken, jetzt sind wir wieder in der Season 1 und Season 2 mit der krassen Sniper. 125 auf dem Kopf und 313 ins Gesicht rein. Bedeutet One-Shot, auch im No-Build. Das ist wild. Wilde Sniper ist da. C4 ist da. Schon mal sehr nice. Ihr seht auch zum Beispiel bei Story-Aufträgen, das Ganze kommt dann tatsächlich erst am Dienstag. Ja, Dienstag 15 Uhr steht es zumindest da. Also das Ganze oder viele Dinge könnten auch erst am Dienstag aktiviert worden sein. Also Freunde, merkt ihr für OG euch vor, damit ihr wirklich nicht fragen müsst oder irgendwo noch andere Infos beziehen müsst. Denn hier kriegt ihr jetzt alles. OG kommt mit alten Waffen, mit alter Karte. Es wird schön, Leute. Und das Ganze, wie gesagt, heute nach 20 Uhr. Nochmal, falls ihr das verpasst haben solltet, ne, dass ihr das auf jeden Fall mitbekommen habt. Freue ich mich drauf, kommt noch ein separates Video zu. Aber in-game haben wir jetzt die Sniper und das C4. Mal gucken, ob wir noch was finden. Der Bunker brennt. Nein, Leute, aber ihr hört hier natürlich Geräusche. Und ich habe euch schon, falls ihr meine Videos kennt, euch angeteasert, dass wir OG bekommen. Ich habe euch gesagt, mehr natürlich X-Men kommt und X-Men im Bunker. Habe ich euch auch gesagt, ja? Und anhand auch einigen Indizien. Unter anderem sehen wir natürlich beim Bunker Kratzspuren von solchen Krallen. Und wo bekommen wir diese Krallen? Oder beziehungsweise wo sehen wir diese Krallen? Denn auch anhand dieses Ladescreens seht ihr tatsächlich, dass natürlich die Schiffe da sind, dass dort auch noch der weitere Dude
kommt. Und der kommt natürlich auch noch in Shop. Und ja, Leute, im Bunker dann natürlich X-Men, habe ich euch gesagt, kommt. Und da ist tatsächlich einmal X-Men. Ja, Magneto wird kommen und mit den hier eingeblendeten Items natürlich da sein. Er wird einige Items bekommen. Und wenn wir natürlich im Battle Pass gucken, Leute, ist das Ding noch ein bisschen länger jetzt nicht da. Also hier steht ja noch demnächst, in 10 Tagen wird das Ganze dann für uns natürlich da sein. Und Magneto wird kommen mit, wie gesagt, den Items. Und das ist schon mal schön. Unter anderem gibt es auch mehrere X-Men-Items. Nicht nur Magneto. Magneto wird ja auch eine mythische Waffe bekommen. Sondern auch hier tatsächlich Rapin X-Skin. Ja, einmal, this is what mostly like inside the bunker. Also der Dude ist im Bunker Wolverine, ne, mit seinen Clown. Deswegen sind auch auf dem Bunker solche, ja, Streifen dran. Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Kleiner Funfact, Freunde. Fortnite hat tatsächlich den Rap-Boy Eminem-Skin gelöscht. Ja, Leute, gelöscht. Die Gründe natürlich, kann ich nicht sagen, keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall so. Das ist tatsächlich, auch wenn ihr den schon habt, ist er gerade im Moment noch irgendwie aus eurem Spin verschwunden. Ob das bedeutet, dass ihr den nochmal zurückbekommt oder einfach die V-Bucks für diesen Skin bekommt, ist die Frage. Auf jeden Fall wurde der Skin gelöscht. Ja, Leute, gelöscht. Wir haben hier auch natürlich einige neue Audio-Logs. Noch einen Edelstein. Das Teil ist im Nied. Ich weiß nicht viel über diese Reden. Also es sind auf jeden Fall coole Teile, coole Dinger. Es geht um Pandoras Büchse. Also Freunde, es geht da in den Audiologs, die jetzt da sind. Wie gesagt, Dienstag dann wahrscheinlich ist die Aufgaben und natürlich wird das Ganze dann auf dem Kanal mit den Audiologs und allem kommen. Deswegen gerne abonnieren, Freunde. Kommt auch jetzt bald noch ein wunderbares Video. Wird einfach ein schönes Teil, ne? Es geht um die Box, um die Übelkeit, diese Juwelen verursachen. Wir müssen einen mega gefährlichen Stunt machen und der Wanderer. Ich freue mich allgemein auf die Geschichten, ne? Also die Story, muss ich sagen, gefällt mir einfach und da werdet ihr auch bald was erfahren von mir. Um natürlich den Rahmen dieses Videos nicht zu übersprengen, ihr kennt mich, Leute, deswegen mache ich das immer so. Es gibt tatsächlich auch neue Marvel Beacons auf der Insel. Ja, Leute, wir hatten ja beim Olymp hier Reckless und einmal hier schon Marvel Beacons, wie aus Chapter 2. Und die sind jetzt nochmal aufgetaucht, nochmal 3 Stück. Und Leute, Marvel, 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 ich sag's immer wieder. Aber Leute, damit wir diesen Rahmen vom Video sprengen, ihr seht's schon an der Länge, werde ich natürlich ein Secret-Video extra machen. Da werde ich euch nochmal alles sagen mit Skins und so, wird dann morgen und die Tage online kommen. In diesem Video habt ihr die neuen Items gesehen, den neuen Pass und alles, was stand da. Und alles, was Stand aktuell in-game ist, freut euch auf morgen das wunderbare OG-Video, dann natürlich einmal das wunderbare Konzert und ein Secret-Video mit allen Infos zu der Zukunft. Es wird groß. In dem Sinne, Freunde, war es das gewesen. Haut rein, euer Schmäle und ciao.